Redner Martin Patzelt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Gäste in unserem gemeinsamen Haus, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst muss es ja befremdlich und unangemessen, ja vielleicht sogar widersinnig wirken, wenn gerade Familienpolitiker der CDU, CSU gemeinsam mit dem Koalitionspartner der SPD den Familiennachzug für subsidiär geschützte Flüchtlinge vor 6 Monaten für die Dauer von 2 Jahren ausgesetzt haben. Und Herr Veit, das verwundert mich schon sehr und verwundert ist nochmal gelinde ausgedrückt, nicht was Sie gesagt haben, aber dass Sie die Fraktion, Sie hier zu diesen Anträgen der Opposition sprechen lassen und dabei unseren gemeinsamen Beschluss, den Sie Krankheitstreiber nicht mitvollziehen konnten, den Sie nachvollzogen haben, aber dass Sie dann hier diesen gemeinsamen Beschluss für die SPD so in Frage stellen, das verwundert mich sehr. Wir sind hinter die Maßstäbe zurückgefallen, die wir uns selbst einmal, und es ist gar nicht so lange her, im Zusammenhang mit dem Schutz, den wir Asylberechtigten und Flüchtlingen gesetzlich verbürgen wollten, gesetzt haben. Das ist wahr. Und insofern verstehe ich auch die uns zur Beschlusslage vorgelegten Anträge der Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und der Linken nochmals als Anliegen, nochmals öffentlich darauf aufmerksam zu machen, dass die Regierungsfraktionen eine Beschneidung von Rechten respektive allgemein anerkannten Menschenrechten vorgenommen haben. Und als Opposition, die außerhalb jeglicher Regierungsverantwortung steht für eine angemessene und menschliche Aufnahme und Betreuung von nahezu 1 Million Schutzsuchender in einem Jahr in unserem Lande, können Sie das auch locker fordern. Sie können das fordern, weil Sie ja nicht die Verantwortung für die vielen Menschen haben, auch nicht für die vielen Menschen, die noch mehr Verantwortung freiwillig übernehmen. Und Sie machen öffentlich aufmerksam, dass wir mit dem Aussetzen des Familiennachzuges und somit einer internationalen recht widersprechenden Trennung von Kindern von ihren Eltern sozusagen uns familienfeindlich verhalten. Zum Ersten wäre dem entgegenzuhalten, dass nicht wir die Kinder von ihren Eltern getrennt haben. In den meisten Fällen haben sich wohl die Eltern selber von ihren Kindern getrennt. Väter haben, und das beweisen eine Vielzahl von Anhörungen, haben vielfach Väter ihre Angehörigen zurückgelassen, weil sie darauf vertrauten, und das ist ihnen nicht entgegenzuhalten. Aber sie haben darauf vertraut, das wird auch durch ihre Argumentation bestätigt, dass sie nach unseren Gesetzen ihre Familien folgen lassen können. Sie haben ihre Kinder also auf, wenn es sich um minderjährige Unbegleitete handelt, auf höchst ungewisse gefährliche Wege in die Hände fremder Menschen begeben, nicht wissend, wie und wann sie ankommen werden. Das gilt auch für die Väter. Herr Patzelt, erlauben Sie eine Frage oder Bemerkung von Frau Brandner? Frau Brandner, ja, bitte, aber... Nee, ja oder nein? Ja. Ja. Herr Patzelt, es tut mir leid, Sie stehen ja häufig auch auf der Seite der Kinder und Jugendlichen. Und deswegen wundert es mich, dass Sie gerade den Eltern oder den vorwerfen, dass Sie Ihren Kindern eben diese gefährliche Überfahrt nicht antun wollen. Das ist doch selbstverständlich, wenn man die Hoffnung hat, ich kann meinem Kind diese gefährliche Überfahrt ersparen und die Gefahr, dass es dabei stirbt. Warum sollten Eltern dann dieses Risiko eingehen? Und es ist doch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Kinder legal hierher kommen können, ohne diesen gefährlichen Weg machen zu müssen. Danke für die Frage, Frau Dr. Brandner. Das kann man wahrscheinlich nur mal persönlich beantworten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich meine Familie und meine minderjährigen Kinder in dieser Situation hätte zurückgelassen. Das sage ich für mich. Das sage ich für mich. So, jetzt ist der Herr Patzelt wieder. Stellen Sie eine Anfrage, wenn Sie was wissen möchten, und ansonsten fahre ich mal fort. Also, trotz unserer Erkenntnisse, dass vor allen Dingen die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in vielen bekannten Fällen als Wegbereiter für den Rest der Familie hierher geschickt wurden oder dass die Väter auch als Wegbereiter für ihre Familien gingen. Und ich habe Ihnen gesagt, das kann ich verstehen und das würde ich keinem zum Vorwurf machen. Aber es ist es so, dass man sozusagen die losgeschickt hatte in die Gefahr mit einem ungewissen Ausgang, das muss man ja auch immer noch mal unterstellen, die für die Familie eine große Bedeutung haben, eine so große Bedeutung, dass man sie jetzt so schnell wie möglich auch wieder zusammenführen will. Abgesehen von den wenigen Fällen, in denen die Kriegsereignisse selber dann die Fluchtwege, die jungen Menschen von ihren Familien trennten, haben wir es also mit einem absichtsvollen und geplanten Verhalten der Eltern zu tun. Sie muten sich selbst diese Trennung und die Gefahr der Flucht zu,
in der ungewissen Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Wir haben von Herrn Veit gehört, wie lange das dauert, ehe ein solches Verfahren erfolgversprechend dann auch durchgesetzt werden kann. Wir in Deutschland haben alle diese Menschen vorbehaltlos aufgenommen. Wir haben ihnen den erforderlichen Schutz gegeben und wir werden ihn weitergeben. Wir haben ihnen Betreuung nach den gleichen Maßstäben wie einheimischen jungen Menschen angedeihen lassen, insbesondere den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Wir haben ihnen gesetzlichen Schutz und Fürsorge nach dem KJHG den örtlichen Jugendämtern anvertraut. Und diese verfügen über notwendige Mittel und Erfahrung, um gerade auch temporär oder dauerhaft von ihren Familien getrennt die Kinder und Jugendlichen eine angemessene Hilfe zu geben. Das ist eine außerordentliche Herausforderung angesichts der hohen Zahl von Flüchtlingen, der fremden Kultur, die sie mitbringen, der gegebenenfalls dazukommenden traumatischen Belastung. Und es ist eine außerordentlich große Leistung, die unsere Jugendhilfeträger hier im Land erbringen. Wir leisten diese Hilfe unabhängig vom tatsächlichen Status als Flüchtlinge, Asylberechtigte oder subsidiär Geschützte. Wir haben diese Hilfe über das Volljährigkeitsalter hinaus verlängert. Wenn Sie sich noch nicht in einer abgeschlossenen Ausbildung befinden, geben Ihnen sogar noch ein Bleiberecht für ein weiteres Jahr, unabhängig von Ihrem gesetzlichen Status. Auf der anderen Seite aber haben wir eine große Zahl der in unser Land geflüchteten Menschen, die nicht Asyl oder die Anerkennung als Flüchtlinge in Anspruch nehmen können, sondern sich als Armutsmigrant auf die Suche nach einer besseren persönlichen Zukunft begeben haben und deshalb nicht zufällig in unserem Land angekommen sind. Der zunächst unmittelbare Bedarf an menschenwürdiger Unterbringung und Betreuung, eine gewissenhafte Prüfung des gesetzlich verbürgten Anspruches auf Bleiberecht, eine sachdienliche und gerechte Verteilung dieser Menschen im Lande, die Rückführung der nicht unter diesem Schutz stehenden Flüchtlinge beziehungsweise auch die Fürsorge für mindestens ein Drittel der nicht berechtigten, aber aus verschiedenen Gründen geduldeten, das waren und sind riesige Herausforderungen, die wir alle miteinander bewältigen wollen und bewältigen müssen. Und mit enormer Kraftanstrengung des Bundes, der Länder und der Kommunen in ihrer jeweiligen unterschiedlichen Verantwortung, unserer Bürgergesellschaft, die nach einem kaum fassbaren positiven Willkommen unterdessen ihr Engagement verstetigt, organisiert und vernetzt, kümmern wir uns um all diese vielen Menschen. Wir tun dies im Wissen um die Notwendigkeit einer zeitnahen Integration, besonders im Sprachgebrauch und in der Arbeitsvermittlung. Wir tun dies, um die Entwicklung von Parallelgesellschaften aufzuhalten. Und wir tun es wohlwissend, dass es in unserem Land viele Ängste und Vorbehalte gegen die vielen Fremden gibt. Wir werden konfrontiert mit ihrer manchmal befremdenden Kultur, ihrer anderen mitunter unseren Werten und Gesetzen widersprechenden Lebensweise. Wir müssen feststellen, dass sich auch Widerstände und Gewalt gegen diese Menschen in unserem Land entwickeln. Bedauerlich und verabscheuenswürdig. Wir wissen, dass sicher in seltenen Fällen, aber zumindest dann medial sehr verstärkt, feindliche terroristische Interessen unsere Bereitschaft zur Hilfe ausnutzen wollen. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz all dieser Belastungen und Risiken geben wir Schutz. Wir geben Sicherheit und Kleidung. Wir versuchen nach und nach, allen individuellen Wohnraum verfügbar zu machen. So handeln wir angefangen vom Gesetzgeber, von der Regierung, der Verwaltung bis hin zur Bürgergesellschaft. Und wir stellen uns diesen unerwarteten Herausforderungen und erfahren dafür Ansehen und Dankbarkeit weltweit. Wenn wir unter diesen Bedingungen die Zahl der bei uns ankommenden Flüchtlinge spürbar vermindern, nicht nur beim Familienzusammenzug, insbesondere die Zahl derer, die ohne berechtigtes Asylbegehren zu uns kommen, dann ist das nicht allein recht und billig, sondern dann zeigt es sich, und das sehe ich so, das werden manche andere sehen, als ein sehr verantwortliches Handeln. Wir haben die Verantwortung für unsere ganze Gesellschaft. Und liebe oder verehrte Frau Göring-Eckardt, es ist doch einfach, ja, was soll ich sagen, für Sie selber unwürdig, wenn Sie meinen, dass das Handeln der Regierung deshalb so ist, weil Herr Seehofer im Wahlkampf steht. Da gibt es wirklich andere Herausforderungen und Gründe, als das auf eine billige Parteipolitik schiene. Und wir dürfen die Menschen im Lande auch nicht verwirren damit. Sie, wenn Sie so etwas von diesem Pult aus sagen, dann erzeugen Sie den Eindruck, ja, es geht nur um parteipolitische Auseinandersetzung, es geht um Machtkampf. Wir haben ganz andere Sorgen. Wir wollen den Frieden in unserem Land erhalten. Das wollen wir. Und dann ist es auch zumutbar, dass Flüchtlinge eine temporäre Trennung hinnehmen. Sie haben damit gerechnet, sie sind deshalb losgegangen und die zumeist erwachsenen Kinder von ihren Eltern, die hier leben, die Väter, die hier leben, sie können in ihrer Weise, und das tun sie auch, für ihre Familien auch aus der Ferne sorgen. Und sie können auch,
Und das will ich auch noch mal betonen, das wurde von meinen Vorrednern auch schon gesagt, Sie können auch in den besonderen Einzelfällen einen schnellen Nachzug beantragen. Und der wird immer angemessen an den Gefahren, die sich tatsächlich stellen, geprüft werden. Nicht ganz Syrien, nicht ganz Syrien, das sage ich auch immer wieder in die Öffentlichkeit, steht im Moment unter Krieg. Und die schlimme Situation, die wir in einigen umkämpften Städten haben, ist nicht maßstabgebend für das ganze Land Syrien und auch nicht für die Flüchtlingslage in den angrenzenden Ländern. Die Möglichkeit, in besonders belastenden Situationen ein solches Verfahren auf den Weg zu bringen, daran möchten wir erinnern, und das wird gemacht, und wir werden das auch und können das auch, wenn Sie wollen, in Zahlen ausdrücken. Ich bin Ihnen ja dankbar, Herr Veit, für die Vorschläge, die Sie gemacht haben, dass wir versuchen, eine Näherung zu suchen, da wo es möglich ist. Das sollten wir alles ernsthaft prüfen und bereden, auch mit den Konsequenzen, die daraus ergeben. Und so müsste eigentlich das Gespräch erfolgen. Wir, die wir in der Regierungsverantwortung stehen, sagen, wir müssen den Menschen in unserem Lande etwas zumuten, was dann auch bewältigbar ist, und zwar im Interesse der Menschen, die zu uns gekommen sind, in unserem eigenen und im Interesse der Flüchtlinge. Und das müssen wir ausbalancieren. Dazu hat die Opposition keine Veranlassung. Sie können hier sehr schön mit Forderungen auftreten. Denken Sie trotzdem an Ihre Redezeit. Dankeschön, ja, mache ich. Ich bemühe mich, zum Ende zu kommen. Dann lassen Sie mich noch mein Schlusszitat sagen von einem glaubwürdigen und bezeugenden Verfechter der Hilfen für Menschen, die in Not sind. Papst Franziskus sagte, die Regierenden müssen sehr offen sein, die Flüchtlinge zu empfangen, aber auch kalkulieren, wie man sie unterbringt. Denn einen Flüchtling muss man nicht nur empfangen, sondern auch integrieren. Und der Papst warnt, wer die eigene Aufnahmefähigkeit ohne Augenmaß berechnet, ist am Ende nicht in der Lage, eine Eingliederung, und das sage ich auch mental, eine Eingliederung zu ermöglichen. Die Folge könnte eine gefährliche Ghettoisierung und Unfrieden sein. Herr Patzelt. Danke. Nächste Rednerin in der Debatte.